Hallo, ich überhole links. Danke. Wir haben das viele Hunde. Kommt hin, geht gleich weiter. Da beginnt es gleich schön steil. Tag. Ah, so schön, wie da alles schon zum Blühen anfängt. So. Leider sehr steil. Lieber von der Seite. Aber dafür haben wir dann oben einen Aussichtsplatz. Ah, ist das ein herrliches Wetter. So, ist das Aussichtsplatz. Gut, dann geht's gleich weiter, Tini.
So, das waren die einzigen Meter auf der Forststraße, wieder für längere Zeit. Der ist ein bisschen tricky. Falscher Gang. So, Tini, wo ist sie? Ah, kommt schon. Er ist heute heiß, noch mit Pelzmantel unterwegs. Also mit dem Winterpelzmantel. So, da muss jetzt irgendwo unser Wegerl abzweigen. Ah, da sind wir schon vorbei, oder? Okay. Falsch. So, da sind wir doch noch richtig. Ich hab da jetzt am Navi alle Tracks abgeschaltet, außer den, wo wir, den wir fahren wollen. So, und da geht es jetzt drauf. Der Weg ist schon ein bisschen verwachsen. Den erkennt man kaum noch. Der wird dann auch sehr steil. In Kürze.
Was eingefangen. Na, Tini, bleib da. Komm, hopp. Da liegt doch noch das ganze Laub vom letzten Jahr. Ah, fuck. Die Schaltung ist so empfindlich. Braucht nur ein bisschen Laub reinkommen. Und die schaltet schon. Unmotiviert. Also da geht es ja schon ordentlich bergauf. Das ist aber noch flach im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Arie, scheiße. Letztes Mal habe ich das geschafft, durchzufahren. Ja, gar nicht. Ah, da bin ich drüber. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Die ganzen Bockerln sind wie Kugeljager, Kugeln. Zweiter Versuch. Jetzt geht's easy nach der Wegsäuberung. Der Reifen ein bisschen durch. Danke. Ja, auch mit Motor anstrengend, über 150 Puls. Eh klar, Straßerl her, weil da gibt es Schießturm mit Futterplatz. Oder zumindest einen Salzstein.
jetzt noch einmal ein bisschen Forststraße. Da ist schon wieder der nächste Weg. Gut, und wir haben die Vorstraße schon wieder verlassen. Jetzt bergauf und ich muss ein bisschen Batterie sparen, sonst geht sich die Tour nicht aus. So, da vorne ist schon die erste Hütte. Den Anstieg spüre ich in den Ohren. Noch ein bisschen Druckausgleich machen. Durch den Heuschnupfen sind auch die Ohren ein bisschen zu. So, und da ist auch schon die erste Hütte in Sicht. Da mal hinfahren.
Ein Aussichtsturm. Nee, falsch, komm, da geht's lang. Komm, push, gleich rauf mit dir. Nein, falsch. Nee, komm, da geht's rauf. Na schnell. Sie hat auch Höhenangst. Besonders bei stärkerem Wind ist ja das nicht geheuer. Geben. Guten Tag. Ja, da bist du, Tini, ne? Hast dich nicht ganz aufgetraut. Feigling. Guten Tag. Hallo. So, Tini. Packen wir es gleich. Ich bin gedreht, um nach der Tini zu schauen. Ah ja, so. Da ist leider ein Baum über den Weg gefallen.
So, da gibt es jetzt hier ein paar gemeine Stellen. Eng und verblockt und sehr steil. Tja, leider Reifen durchgedreht. Ob man da fahren kann oder ob das zu eng ist, über einen Baum, über einen Ast. Ja, geht. Geht. So. Jetzt ist verdammt trocken und rutschig. Erste Gipfel. Sogar mit Gipfelbuch. Ja, Aussicht ist nicht so toll, aber haben wir jetzt hier gerade eine schöne Aussicht auf der Warte gehabt. Die Rose ist ja lieb. Gut, dann fahren wir gleich wieder weiter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Soll ich vorfahren? Na Gott. So, da haben wir wieder einen Hauch von Zivilisation. Und meine ist ein Mädchen. Ein Weiberl. Ja. Guten Tag. Nein, besser nicht. Ja. So, Tine, jetzt müssen wir überlegen. Tini!
Seite müssen wir da durch. Ah, herrliche Aussicht. Schau dir das an. Ah, ist das schön. Aber wir fahren gleich weiter. Ich frage wie. Das sollte der richtige Weg sein. Zum Blick aufs Navi. Yeah, schönes Wegerl. So, links oder rechts. Gute Frage. Ich sehe da auf der Karte keine Abzweigung, kommt wahrscheinlich wieder zusammen. Okay, da hätten wir doch rechts fahren sollen. Aha, wir sind wieder zusammen, oder? Ah, wird schon stimmen. Einen Weg. Ja, richtig, dann noch gerade runter und dann rechts. Okay, mal wieder rauf. Das ist so, jetzt müssen wir dann bald links abzweigen. Okay, so eine Kreuzung. Ich vermute mal da.
Na, und da den linken. Na, das schaut ja auch nett aus. Ja, die Tour hatte ich mit dieser Navi-Software am iPad eingezeichnet. Habe mir gedacht, wo gibt es da schöne Wege, die man noch von der Steilheit her halbwegs rauffahren kann und die schön zum Runterfahren sind. Und habe da eben eine schöne Runde, habe diese Wege, die ich da gefunden habe, zu einer Runde zusammengehängt. Und dann per Cloud hat sich das aufs iPhone übertragen. Dann habe ich mir diese ganz billige, aber sehr gute Halterung gekauft. Ja, und jetzt kann ich das, was ich da eingezeichnet habe, abfahren. So, jetzt kommt dann gleich die nächste Abzweigung. Hallo! Ah, da ist aber schön der Cocker Spaniel. Ja, servus! So, kommt hin, gleich geht's weiter. So, gibt's da einen Weg und da? Na, kommst du mit uns mit? So, das ist die falsche Richtung. Ich glaube, hier ist richtig. Also da sind Spitzkehren eingezeichnet. Ich hoffe, dass der Weg fahrbar ist und schön knackig ist. Das werden wir gleich sehen. Aha. Genau, da sind wir genau über dem Steinbruch. Wieder geht's runter. Aha. Runterfahren oder fallen. Schaut steil aus. Und wenn man bedenkt, dass da, wo jetzt nur noch Luft ist, auch einmal so ein schöner Wald war. Ui, Pflanzen. Cool. Interessant. Naja, die werde ich einmal alle lassen. Mir das nur mal anschauen. Cool. Ah, das ist sogar felsig. Also ich muss sagen, der Weg ist sehr schön. Uiuiui. Ah, das werde ich auch fahren, das wäre was. Wirklich hoher Sprung. Das Holz ist nicht morsch. Da gibt es ja ordentliche Rampen. Soll ich das probieren? Ich hoffe, ich breche dann nirgends durch. Aber hier schaut das Holz noch halbwegs gut aus. Na, da ist schon jemand durchgebrochen.
Ein bisschen baufällig. Dann dort. Na, Tini. Fuck. Ast in die Speiche gekommen. Ui, da schauen die Nägel raus. Rostige Nägel gibt es da genug am Weg. Ja, dieses Hupferl da kann ich auch nicht. Fahren wir links oder rechts? So, na, der war toll, der Weg. Hätte ich mir nicht gedacht, dass da in der Nähe was Gebautes gibt. So, die Frage, wie wir da jetzt weiterfahren. Also ich habe mich entschieden, so wie eingezeichnet zu fahren. Ah, sogar ein Radweg hier. Opa, oh, wenn wir warten. So, Tini, da bleiben. Gut. Wow, das ist der Steinbruch jetzt von unten. Ein gewaltiges Gerät. Haha, da haben sie schon ordentlich Material weggesprengt und weggeführt. Wack, wack, Tini, Tini, komm raus aus dem Gatsch. Tini, komm, komm her, das ist so gatschig. Komm, komm daher. Komm, Tini, schnell! Auf meiner Karte endet das Wegel da rechts gleich. Ja,
Ja, es geht nur zu dem Denkmal. Ah, darf man sogar fahren. Na Schnucke, komm, schnell. Hoppi hoppi, die Ine hat keine Lust am Asphalt, verstehe ich. Hallo. Komm Schnucke, schnell. Eine Ruine. Oh, da stinkt es nach Rauch. Haben wir ja über dem Steinbruch schon gesehen, dass da ein Feuer brennt. Ja, nicht zu schnell. Die kleine. Hoppala! Kommt sie schon, die Kleine? Oh fuck, vorbeigefahren. Nee, hätten wir da schon umdrehen, Tini. Wir sind zu weit gefahren. Oh je. Und da mal ein bisschen reinzoomen. So. Ja, wo? Da. Doch nicht. Da hätten wir rein müssen. Da, so. Gut. Muss man leider noch einmal zurück, Tini, tut mir leid. Jetzt war ich so beschäftigt mit dem Wheelie fahren, dass ich das übersehen habe. Ah, du hast dann Durst, gell? Da hat nichts getrunken, wart. Absteigen. Ah, da kommt ein Auto. So. Gut.
Keinen Durst, weil es so heiß ist mit dem Wintermantel. Geh, Tini! Nami, Nami. Wasser aus dem eigenen Brunnen. Gut. Dann packen wir es wieder. Jetzt fahren wir das Stück alle zurück. Guten Tag. Ja, ganz brav. Ah, da vorne ist sogar na bitte, ist sogar als Radweg angeschrieben. Perfekt. Voilà. Oh, oh. Steiler als es auf der Karte ausgesehen hat. Aber sehr nett. Ui, so ordentlich steil. So, ah, ich sehe da, brav. Da werden wir links fahren. Achso, das ist aber sehr steil hier. Mist. Also irgendwie hat das auf der Karte nicht so steil ausgeschaut. Aber es gibt ja zum Glück die Schiebehilfe, mit der das Radl zwar langsam, aber ständig auch alleine rauffahrt. Man muss nur das Hinterrad ein bisschen beschweren, damit es genug Grip hat. Ja, und ab da kann ich dann, glaube ich, eh schon wieder fahren. Jetzt habe ich noch 4 Batteriemarker von 5. Also
da komme ich locker nach Haus. Scheiße, jetzt hat der Motor wieder verzögert eingeschaltet. Jetzt auch sein Dreck. Es hat leider irgendeinen Fehler, das Rad. Boah, jetzt schaltet er erst ein. Kommt Tini, hier lang. So, jetzt wollen wir noch einmal die Aussicht genießen. Ist Kloster Neuburg, Wien, Perchtoldsdorf. Ah ja, da hinten sieht man den Anhänger mit dem Sender und im Vordergrund Gießhübel. Sehr schön. So, schauen wir mal, wie viel Batterie noch da ist. Ah, nur noch 6%, wenn wir den Akku tauschen. So, neuer Akku ist drinnen, wieder 100%. Da waren vorher gerade viele Hunde da, hätte sie gerne mitgespielt. Ja, Schnuckel. So, einen Reserveakku hätten wir dann sogar noch. Gut, machen wir alles zu. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen anders. Ich wollte da ursprünglich auf Single Trails fahren, aber ja, das sind überall besonders penetrante Verbotsschilder. Ah, jetzt hat sie noch mal einen Durst. Ja, die macht ja nur alles zu, Tini, sonst vergesse ich dann. So, Tini nicht immer ablenken lassen. Weiter geht's. Kann der Hunger nicht, der Durst nicht so groß sein, wenn du dich immer ablenken lässt. Doch noch. Ja. Ui, kurz, kurz. So, wir werden was trinken. Gut, dann packen wir es halt wieder. Fix. Scheiße. Der Motor, der pfuscht da rein. Ups. Hallo. Wahnsinn. Ja, mit genug Übung.
Scheiße. Komm, Tini, weiter. Tini. So, und ich will dann links abzweigen, vermutlich hier. Gut, Tini, probieren wir mal hier. Ah, ich sehe schon, da ist der Weg. Sehr schön. Ja, ein nettes Wegerl. Ganz ein verstecktes Häuschen, schön. Guten Tag. Dankeschön. Da kenne ich schon wieder. Ja, beim letzten Mal war zu wenig Zeit. Da habe ich es ein bisschen abgekürzt und bin hier auf der Seite schon runtergefahren. Da bin ich dann auch hier zurückgefahren. Falsch. Ui, na, da unten. Geht's weiter. Na je. Muss ich absteigen. Das schaffe ich nicht.
bleiben wir unten. Das war jetzt die leichtere Variante, weil wenn man da unten fährt, geht es leicht bergab, wo wir jetzt bergauf gefahren sind, und dann sind ein paar sehr knackig steile Stücke dabei. Selbst mit Motor schwierig. Falscher Gang, yes. Noch einmal. Das war jetzt ein bisschen unverhofft. Ich kenne die Strecke noch nicht gut genug. Ja, Tini. So, einmal in die erste schalten. Eignet sich sehr gut die Schiebehilfe. Gut. Perfekt. So. Die Kurve ist nicht leicht. So, geschafft. Okay. Also die obere Variante ist auch nicht so einfach, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja, da gibt es sogar wieder Felswände. Tini. Und jede Menge frischer Bärlauch. Ah, der riecht stark. Guten Tag.
Ah je. Nein, dann nehmen wir einen anderen. Tini! Hier! Hier! Tini! Hier! Immer da bleiben. Da ist sie brav. Ja, ich weiß. Nein! Ich weiß, so gerne würdest du spielen, aber das ist leider nicht erlaubt. Komm! So, da fahren wir runter. Jawohl. Upp. Schön am Vorderrad fahren üben. Voilà, da sind wir. Ups. Tini, hopp. Hopp. So, ganz schön eng. Gut, kannst du daherkommen, Tini? Brav. Na, brav ist sie. So ein braver Hund. So, Tini, schnell! Wo ist sie? Gerade habe ich gesagt, du bist brav. Hopp, hopp! Ich fahre so langsam. Lästig, dass ich der Motor immer so ein- ausschaltet. Tini, hopp, hopp! So, ich habe schon wieder unter 0,8 Bar hinten drin. Das spüre ich daran, dass das Ventil klappert. Da ist beim Ventil, beim Procore, der Kunststoffteil. So, wieder am Aufnahmeschalter angekommen. So, da kommt jetzt wieder ein bisschen ein steiles Bergaufstück. Geh, Tini, komm. Nicht immer schnuppern. Wir sind nicht zum Schnuppern da, sondern zum Laufen. Beziehungsweise fahren. So, da vorne rechts. So langsam kann ich mich schon daran erinnern. Bin ich hier schon mal gefahren. Thank you.
diesmal funktioniert die Pulsmessung, die optische der Uhr. Ah ja, und jetzt kommt das steile Stück. Rechts ist wieder ein Steinbruch. Also da in der Gegend gibt es viele Steinbrüche. Liegt ja auch nicht so weit von Wien entfernt, wo man viel Baumaterial brauchte und braucht. So, Tini, hopp, hopp. Boah, muss man schon ganz schön reintreten, wenn man im Eco fährt. Und der Tini tut es eh gut, wenn ich mal ganz langsam fahre. Ist er schon so oft mit dem Baum. Mit dem Auto in den Baum gedonnert. Schon Abnutzungsspuren. Vermutlich ein etwas alkoholisierter Jäger, wie es sich halt gehört. So. Ja, hier wieder eines der wenigen Stücke im Wald, wo man auch mit dem Auto fahren könnte. Und wo auch fleißig mit dem Auto gefahren wird, wie man sieht an den Spuren. Aber wir zweigen dann gleich wieder ab in einen schönen Single Trail. Da ist er schon, der Single Trail.
Wunderschön, Sonne von vorne, der frische Bärlauch überall. Das schöne Wegerl, Traum. Die Kurbel ganz rumdrehen, da streift man schon links, wenn man nicht aufpasst. Zur Not muss man ratschen, das heißt die Kurbel nicht durchdrehen, sondern auf einer Seite runtertreten, dann rückwärts, schnell rückwärts bewegen und wieder runtertreten. Ja, und wenn man das schnell genug macht, dann überbrückt man die Trägheit des Motors. Uiuiui. Voll mit dem Motor aufgesessen. Uiuiui. So. Gut, und da wieder ein saftiges Bergaufstück. Dank Motor, ganz entspannt. Links auch wieder ein Steinbruch, noch viel größerer als der, wo wir vorher rechts vorbei sind, oder der rechts von uns war. Ah, nur 17 Uhr gleich. Ja, wird sich knapp ausgehen, die Tour. Von der Batterie geht es sich locker aus. Aber noch mehr als die Hälfte. Fast eine Fliege eingeatmet. Wo ist die Tini? Ah, da ist sie ja schon. Super. So, runter. Na, sind wir da am falschen Weg. Ich glaube, ich muss da weiter reinzoomen, damit ich das besser sehe. Bitte. Marie. So. Gut.
ist der Weg hier scheinbar. Die liegen gemein. So, da sind wir jetzt in einem schönen Tal. Mit ein paar Hindernissen. Eieiei. Ursprünglich da vorne runter. Hab gesehen, da kommt dann noch einer, da war ich zu tief. Ey, das ist hier sehr rutschig. Nein, da bleiben, Tini. Schön da bleiben. Nein, langsam. Ari, da sind viele. Tini, langsam. Tini, da bleiben. Dann fahren wir vor. Nein, da bleiben, Tini. Tini, langsam. Tja, das sind ja ganz schöne Barrikaden da vorne. Mal schauen, ob man das links umfahren kann. Tini, hier bleiben. Komm zu mir. Komm her. Ich muss mich da eh schon genug konzentrieren, dass mir nichts zwischen die Speichen gerät. Oh, gemeines Astal. Da hat sich schon ein richtiges Weg gebildet. Na bitte. Ist gut. Umfahren. Tini, langsam. Schafft. Ja.
So, dann ein Stückchen Forststraße, wie ich sehe. Ist die auch als Forststraße eingezeichnet? Ja. Tja, jetzt bin ich wieder schnell, Timmy. Ja? Und du bist die Langsame. Na komm, lauf. Na, Tini, komm, laufen. Hopp, hopp, weiter. Ach, vergiss immer die Kamera richtig zu stellen. Sieht man sonst nichts. Ah ja, da diese Wand bin ich schon mal raufgeklettert vor Urzeiten. So, da fahren wir jetzt hier rauf. Oh, oh no, Tini! Hattest du nicht einmal weiße Füße? Die sind jetzt pechschwarz. Ah, jetzt weiß ich schwimmen in der Gatschlacke. Ich glaube, ich spinne. Tini, ich erkenne dich kaum wieder. Du schaust völlig anders aus. Na gut, ist sogar auch Gatsch bei der Tour dabei. Wahnsinn, Tini, deine Füße. Die sind ja völlig schwarz. Oh. Ich glaube, da hupfe ich das mal drüber. Eine Brücke. So. Ja, interessant. Teilweise runterfließt. Oh, Tini hat jetzt Wasser. Ist das gutes Wasser? Ja, schmeckt das? Nicht hochspringen mit deinen Fußes. So, weiter geht's. Jetzt hat der Motor wieder verspätet, erst eingeschaltet. So langsam spüre ich wieder mein linkes Problemknie. Autsch. Weiter. Ausnahmsweise mal kein Gatsch in der Senke.
Der Baum schaut ja toll aus. Ui. Wäre gerade auch ein Weg. Und den sollte man auch nehmen, Tini. Das ist immer falsch, Tini, komm. Nein, das schaut ein bisschen verlegt aus. Baumpilze hier. Voilà. So, jetzt bin ich schon wieder am Aufnahmeknopf angekommen. Unbeabsichtigt. Tini, langsam. Steile Hänge links und rechts. Tini, langsam. Wieder Gatschek, Wildschweinspuren. Ei, ist das rutschig. Tini, langsam. Sonst frisst dich noch ein Wildschwein. Ah ja, alle Stellen der Wildschweine. Der Weg ist verlegt. Die Jäger fahren ja ausschließlich mit dem Auto. Daher kommen sie da nicht her und da fühlen sich dann die Tiere gleich sicher. Ein schöner alter ehemaliger Weg oder Straße. Wahrscheinlich sogar. Ah je, vorne sehe ich wieder Barrikaden. Sehr mühsame. Na servus, scheiße. Ich glaube, das werde ich links umgehen. Schauen wir mal. Dort sind die Warten. Ich bin da jetzt nicht so schnell. Ah, das hier. Aber ist halt sauschwer. Ah. Schlecht. Ja, und da würde ich sagen, unten durch oder nach. Na, darauf. Tini, langsam. Da bleiben. Ich bin halt nicht immer so schnell wie du. Manches Mal bin ich schneller, manches Mal bist du schneller. So. Ja, 24 Kilo hat das Radl, also zum
Tragen nicht ganz so angenehm, aber dafür zum Treten perfekt, solange man Akku hat. Also hier trifft man sicher selten Wanderer oder gar Radlfahrer. Hoppala. Zu hoch. Hat man mit dem Motor hängen. Da liegen so viele Äste, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nichts zwischen die Speichen bekommt. Und konzentriert fahren. So, jetzt haben wir es aber bald mit dem Rauffahren. Ah, ich habe ein bisschen viel gegessen zu Hause, mir kommt das Müsli noch immer hoch. Eine Wegsperre. Gut. Tini, komm. Und schon sind wir am Wanderweg. Jetzt rennt sie fast 30 Stundenkilometer schnell, die Kleine. Ah, über 20, 23. Fleißig fast, ups. Da bin ich wohl eingebremst. So. Einen Schwung nehmen. Die erste schalten. Das war ja immer der Versuch, bei dem Rad ohne Motor alles durchzufahren. Ist mir auch ganz selten gelungen. Jetzt bin ich das erste Mal, oh, verdammt, scheiße, bin ich das erste Mal mit dem E-Bike da. So, Pinkelpause ist vorbei. Dann kommt die Tini noch zuerst zum Trinken. Wieder dann Durst, aber zum Glück haben wir genug Wasser mit. Mein Heuschnupfen hat schon ganz leicht begonnen. Richtig stark wieder dann im Juni, Juli.
und dann auch immer wieder bis zum Spätherbst. Du saufst aber ordentlich, Tini. Wenn Schnee liegt, brauche ich deutlich weniger Wasser mitnehmen, weil dann frisst sie den Schnee immer und deckt dann so ihren Wasserbedarf. Aber der Schnee ist weg. Na servus, Tini. Sitz und Fuß. Ich glaube, da hast du dir heute ein Ticket für die Dusche gesichert. Ja? Nein, nicht hochspringen mit den schmutzigen Haxen. Weil so darfst du mir nicht ins Bett hupfen. So, dann probieren wir es noch ein zweites Mal. Wie weit ich da komme. Hey, mein Pedal. Auf irgendeinen kleinen Stein bin ich da drauf mit dem Pedal. So, erste ist drinnen. Probieren wir es. Also selbst mit Motor nicht einfach. Wie habe ich das früher ohne Motor geschafft? Na, da war ich noch jünger. Ich wollte nach hinten absteigen und dann bin ich ausgerutscht. Diese 510 Schuhe sind ziemlich rutschig. Na gut, alle guten Dinge sind drei. Nehmen wir es noch einmal. Ich bräuchte eine noch bessere Untersetzung. Ja. Yeah. Ah, jawohl. Jawohl. Oh, shit. Ah, Scheiße. Nowak. Ja, früher war er, glaube ich, eine Spur weniger verwittert, der Weg. Aber habe ich ein paar Mal geschafft, alles durchzufahren. Wow. Anstrengend. Balanceakt, geglückt. So, da kommt jetzt eine Stelle, wo sich die Gangschaltung an den Felsen kaputt macht. Da hatte ich eine Umfahrung rechts drüber gebaut. Das sieht man aber praktisch nicht mehr. So. Jetzt gleich zu einem Aussichtsplatzerl und da war ein praktisch unfahrbares Stück vom Weg. Da habe ich dann eine Umfahrung gebaut, die scheinbar ganz gut angenommen wurde, weil das Originalweg da kennt man gar nicht mehr, nur noch meine Umfahrung, die da runter geht. So, schauen wir uns noch das Aussichtsplatzerl an, Tini. Herrlich, haben wir noch den Sonnenuntergang. Na schau, der Bruder ist auch da. Super. Und wie es sich gehört für einen richtigen Gipfel. Ein Gipfelbuch. Gipfelbuch ohne Stift.
Na, sind nur Aufkleber drin. Höhenmeter. Können wir gleich nachprüfen. Es ist fleißig besucht. Zuletzt haben wir heute überhaupt zu mühsam. Offenbar haben wir jetzt schon das Jahr 2017. Gut, dann können wir uns da nicht verewigen ohne Stift. Ja, das Originalwegerl, das ging hier runter und da vorne dann sehr felsig. Ich meine, da kann man mit dem Radl noch fahren. Aber dann diese felsigen, steilen Stücke, die waren dann eher nicht so gut. Circa wie hier hat das ausgeschaut. Ja, und dann habe ich hier eine Umfahrung links runter gebaut. Und zwar für Einradfahren. Vor allem. So, dann schauen wir mal, wie wir da runterkommen. Es ist halt sehr, sehr trocken. Dadurch schon rutschig. Leichter als mit dem Einrad. Was nicht wirklich erstaunt.